Ein herzerfrischendes Moin, mal herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo im Franchise-Modus. Park de Zoologie, nee, Park Zoologico de Bahia, so heißt der eigentlich. Der schöne Park. So, oder nicht der schöne Park, aber unser Park. Wir haben Veterinärsforschung abgeschlossen für die Rhinocerose. Und die ganzen Sachen hier sind kaputt. Ich hoffe mal, dass wir demnächst einen Techniker kriegen, der das hier regelt. Weil aktuell sieht das nicht dann aus. Als hätten wir hier Techniker, die sich für irgendwas interessieren würden. Das ist mega schade irgendwie. Stromquelle hat Versagen. Ah, okay, jetzt. Eventuell müssen wir neu kaufen, oder? Wenn die das hier nicht hinkriegen. Upgrade ich dich mal auch demnächst. Damit das funktioniert. Ach ja, ich wollte euch nochmal zeigen, ich habe nochmal nebenbei ein bisschen was gebaut. Ich habe jetzt hier noch ein hohes Gebäude gemacht, wo ich dann später das Wasser rausgemacht hier. Wo ich dann später noch einen Shop und einen Getränkeladen reinmache, sodass die LA, die Straße hier deutlich besser ist jetzt. Ein bisschen viele, ein paar viele, wie heißen die hier, Balkone, aber gut, so ist das halt. Habe ich hier auf jeden Fall noch gemacht, in blau jetzt. Dass das dann hier ein bisschen passt auf der Seite. Wir haben mega viele Sachen, die kaputt sind hier. Keine Ahnung warum. Ist soll auf jeden Fall ein bisschen passen, die Alley. Und dann werde ich die drei Sachen hier wegmachen, beziehungsweise die zwei auf jeden Fall und die hier reinmachen. Und dann hoffen, dass das funktioniert. Da läuft der nächste Techniker. Haben die das jetzt hier gefixt? Hm. Vielleicht hilft das, ja. Unsere Bongo-Dame, unser Bongo-Baby ist gewachsen. Oder ist ausgewachsen? Eins war jetzt erwachsen hier. Genau, du. Und das war das, wo die Gene nicht allzu gut waren. Aber 95% Glücklichkeit, hätte ich beinahe gesagt hier. Bist du ein Männchen? Okay. Dann könnte man drüber nachdenken, unser Männchen dann zu verkaufen. Und dann das hier als Männchen drin zu lassen. Er hat aber jetzt auch nicht so super krasse Stats. Aber gut, das muss halt so sein. Genau, letztes Mal habe ich die Nashörner gemacht. Da habe ich auch wieder vergessen, Paten reinzumachen. Warte mal, machen wir mal direkt in der Folge jetzt. Ich wollte so ein cooles Patenboard bauen. Und das habe ich total vergessen. Lass mich einmal kurz nebenbei das Video suchen hier. Von den Nashörnern. Beziehungsweise von den Gebäuden. Die sind übrigens im Workshop, wollte ich nochmal gesagt haben. Guckt auf jeden Fall mal in den Workshop rein. So, das ist jetzt schwierig, weil viele wollten Paten werden. Das ist aber gar kein Problem. Ich werde auch mehr. Also die anderen Tiere brauchen halt auch Paten, ne? Darfst halt nicht vergessen. Wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen jetzt einfach mal das bunte Schnitzel möchte gerne Gebäudepate sein. Ist auch nicht schlecht. Hier, das machen wir jetzt hier. Ich vergesse die anderen nicht. Hab das alles im Blick. Die kriegen auch nochmal ihren Patenstatus. Bauen wir jetzt hier erstmal ein kleines Ding mit Holz vielleicht. So eine kleine Holzwand. Könnte doch auch ganz nett sein. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen jetzt in der Folge. Hier so ein Paten-Ding bauen. Aber gut, machen wir das mal. Wobei, es passt eigentlich nicht. Eigentlich müsste das hier was Festes sein, aus Beton. Hiermit können wir auf jeden Fall was regeln. Machen wir hier so. Das ist so die Idee. Warte mal. Einfach mal abwarten, Leute. Mal entspannen. Das hat immer. Wollt immer so Stress machen hier in den Folgen. Merkt das doch. Machen wir mal das kleinere. So. Weiß nicht, kann man die so zusammenführen? Naja, irgendwie nicht, ne? Die Leute laufen hier alle durch die Gegend. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht die hier. Das ist echt eine gute Frage.
Kalkstein. Das Ding steht hier mit dem Futterding. Erstmal zurücksetzen. Oh, das ist sehr groß. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Erstmal gucken, ob es andere Schilder gibt hier. Standschilder, eigene Schilder, allgemein. Ist das ein neues Weltschild? Boah, Alter, das glitzert ganz schön heftig. Hier anpassbar. Nehmen wir das mal. Okay, dann lass das einfach hier ranbauen. Dass wir hier den Gehegepaten haben. Oder Gehegepatin. Dass die Besucher auch wissen, wem wir das zu verdanken haben. Das Gehege. Machen wir jetzt einfach mal so. Pate. Und Pate für das Gehege ist... jetzt lass mich nochmal kurz gucken. Lucky. Ich glaube nicht, dass wir Lucky sonst schon haben, ne? Ah. Das ist ja eh blöd. Drehen wir das Ganze mal. Ja, finde ich das Schild jetzt von der Farbe her ganz gut, oder? Kann man nicht so viel ändern, ne? Das Schild ist tatsächlich am besten, dass man hier lesen kann. Das ist sehr klein, das ist zu groß. Racing? Racing ist gut. Und dann ist die Schriftfarbe jetzt mal... So ein helles Grau, das ist schwarz, das passt. Lichtfarbe, achso, kommt da Licht raus? Lassen wir es mal so. Hauptsache man kann hier erstmal den Paten sehen. Ich werde das alles nochmal ein bisschen schicker machen eventuell. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier noch so ein... Ich hatte halt das Holz eben, ne? Weiß ich aber nicht, wie cool das ist. Das noch mal dahinter zu setzen. Das weiß ich noch nicht ganz, ob das gut aussieht. Weil ist ja nicht holzmäßig hier das Gehege. Von daher könnte das auch ein bisschen blöd aussehen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sieht das blöd aus? Oder kann man das so anbiegen? Na gut, vielleicht kann man das auch so anbieten. Ah, vielleicht lassen wir das so. Okay, nice. Lucky ist jetzt hier. Ist jetzt hier erstmal Pate. Märchenwelt, genau. Bei den Nilpferden war das. Wer war denn das? Sandy, genau. Sandy schreibt ja auch immer in die Kommentare. Und hier war es Marco, genau. Sehr gut. Dann haben wir die ganzen Paten ja geregelt. Die neue Challenge übrigens, ab morgen, also ab heute dann, bei euch heute, ist dann. Indische Elefanten, die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht bauen. Ich habe indische Elefanten in einem anderen Zoo, die ich hier rüber bringen könnte, aber ich hatte eigentlich nicht vor, indische Elefanten hier reinzubauen jetzt direkt. Weiß ich nicht, ob das cool ist. Ich wollte eventuell andere Tiere machen. Oh, hier gibt es einen Bongo. Julians geiler Zoo. Mensch, Julian. Hoffentlich ist das ein geiler Zoo. Mit Rindersforschung. Oh, wieder für die Panzernashörner. Da erforschen wir jetzt erstmal alles. Und dann können wir die Bongos auch wieder weitermachen. Wie sieht denn das aus in der Technikforschung? Wenn wir hier das Mitarbeitergebäude haben, dann würde ich gerne auf Shop gehen hier. Getränke oder Imbiss oder beides am besten. So, dass wir das auch noch geregelt kriegen. Okay, lass mal gucken. Wir haben hier den Weg ein bisschen weiter gemacht. Nach dem Haus. Dann können wir jetzt eventuell... Denn das wurde auch gesagt, dass ich ein bisschen mehr eventuell mit Erhöhung arbeiten kann und sowas. Und dem stimme ich ganz doll zu. Das würde ich halt gerne machen. Meine Zoos sind halt sehr flach immer. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich hier was machen kann. Muss ja jetzt nicht eine mega krasse Erhöhung sein.
Nur so ein bisschen... So ein bisschen bergig hier. Das... Meistens sind die Zoos ja auch nicht super flach. Von daher... Müsste das eigentlich passen. Wenn ich da ein bisschen was mache. Eigentlich. Aber ich bin nicht so gut da drin, das, das Gebiet zu gestalten. Da gibt es tatsächlich welche, die besser, deutlich besser sind als ich. Wenn ich hier so Berge erstelle und so, das sieht halt immer mega blöd aus für mich. Technikforschung abgeschlossen, sehr gut. Das war ja das, worauf ich gewartet habe. Dass wir hier nochmal den Imbiss machen dann. Es sieht gefühlt halt immer blöd aus, wenn ich das mache. Weiß nicht, ich bin besser für andere Sachen, glaube ich. Als für sowas. So. Dich machen wir auch mal hier weiter so. Okay, ich glaube, wir können auch mal kurz Automalen machen. Bisschen das Gefühl, dass das sonst sehr heftig aussieht. Genau, glätten wir den ganzen Kram mal. Das sieht halt jetzt unrealistisch aus, dadurch, dass hier einfach nur so ein Berg in der Mitte steht. Und da fehlt mir dann halt irgendwie die Einsicht, wie das realistischer aussieht. Es darf halt nichts ohne Plan sein, deswegen müsste ich eigentlich überlegen, was hier hin soll anstelle. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall einen Weg hochbauen müssen hier. Die Frage ist halt, geht das mit Treppe? Also mit so einem Weg hier? Oder halt nicht? So, jetzt ist er auf jeden Fall hier oben erstmal. Und das hat ja super funktioniert. Okay, das funktioniert zum Beispiel nicht. Wie gesagt, ist jetzt nicht meine beste Kompetenz hier. Terrain machen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen strukturmäßiger aus dazu jetzt. Das soll halt eigentlich auch überhaupt nicht hier runtergehen. Das könnte auch blöd aussehen hier. Könnte sehr krass blöd aussehen. Vielleicht soll das doch nicht so hoch sein. Mach das mal alles nochmal weg. Das wäre halt auch nice, wenn das hier noch verbunden wäre. Guck mal, weil wenn wir jetzt sagen, das geht hier hin, dann kann der Weg hier... Sind jetzt Treppen? Ja. Keine Ahnung, ob man das so macht. Guck mal, das weiß ich auch nicht. Das passt das dann? Das ist auf jeden Fall eine hohe Treppe. Die muss dann nochmal angeglichen werden hier mit dem Terrain-Tool. Dann würde ich halt sagen, kann ich das alles nochmal ein bisschen höher machen hier. Ganz genau. Machen wir den Weg nochmal kurz weg. Passen das auch nochmal an. Glätten das Ganze dann nochmal. Ich habe auch keine Ahnung, was hier oben dann hin soll. Das ist halt auch mehr so, mehr so das. Ich will ja hier oben eigentlich kein Gehege machen, oder? Macht ja auch nicht so viel Sinn. Jetzt habe ich es halt gemacht. Ähm.
Und dann hier das Gebiet anheben. Weiß ich nicht. Sieht das cool aus? Ich mache heute die... Das wird die Terrain-Folge. Bald keine Ahnung, wie ich das schaffen soll hier. Wie das aussehen soll. Wie gesagt, mein Nemesis. Da bin ich nicht so gut drin. Das sieht richtig blöd aus. Vielleicht auch zu groß. Vielleicht muss ich das ein bisschen kleiner machen. Ich würde halt gerne so machen, dass der Weg hier nicht so blöd aussieht. Kann ich eventuell irgendwie einen Weg nehmen, der nicht ganz so bescheuert aussieht? Dass das hier mir so eine... aus Holz was wird. Das sieht, glaube ich, schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen vernünftiger. Und dann kann das hier oben ja wieder mit dem Ding weitergehen. Ist halt die Frage, was hier oben noch hinkommt, ne? Das ist ja schon mal... Es ist ja schon mal nicht verkehrt. Ups, lass mich ja mal kurz gucken. Ist ja schon mal nicht verkehrt, dass hier auch noch so ein Hügel ist. Da kann man ja irgendwas Dschungel-Hügel-mäßiges machen. Und hier ein Wasserfall, dann kannst du hier unten noch ein Gehege machen und so. Also die Idee ist ja da, ne? Aber was machen wir hier oben für ein Gehege? Irgendwas brauchen wir auf jeden Fall. Sich noch irgendwas hier. Braunschlange hatte Nachwuchs. Veterinärsforschung. Unser Panzernashorn erwartet auch Nachwuchs. Das ist nice. Damit hatte ich nicht gerechnet. Eine Thomson-Gazelle. Warzenschweine. Was habe ich denn noch selber hier im Dings? Tüpfelhyäne, Löwen, Schimpansen. Weiß ich nicht. Die sind alle, das ist alles nicht so wirklich das, was man eigentlich hier oben haben möchte auf so einem Berg. Gebäude auf einem Berg machen auch keinen Sinn eigentlich. Warum überhaupt Sachen auf dem Berg bauen? Oh Mann, was habe ich mir da ausgedacht? Schildkröten vielleicht? Dallschafe. Die fand ich auch cool. Aber wir haben ja schon Antilopen, jetzt haben wir auch noch die. Wir brauchen halt irgendwas Fleischfressermäßiges noch. Ich habe auch sonst ein paar Isabellbeeren, die ich auch gekriegt habe hier im Dings. Dafür, dass ich die Hunde gemacht habe, habe ich Isabellbeeren gekriegt. Einen zumindest, einen goldenen Isabellenbär. Den können wir hier hinmachen. Also Annabellbeeren. Einen goldenen Annabellbeeren. Da könnte man ja drüber nachdenken, hier das Gehege irgendwie hinzumachen. Halt so irgendwie. Das weiß ich nicht, wie cool das jetzt war. Das wird ein Riesengehege. Ja, wobei. Ja, doch schon irgendwie. Mit dem Layout bin ich mir natürlich auch noch nicht. Bin ich auch noch nicht zufrieden. Und Technikforschung, was haben wir gemacht? Ah, wir hatten ja hier Getränke. Beziehungsweise Fressen. Futter für die Menschen. Ja, dann lass einfach hier das Ding ranbauen. Dann ist es auch noch falsch rum. Und wenn das hier ist... So, dann wissen wir auch, wie groß der ist. Das Gehege, 2000 Quadratmeter. Da geht auf jeden Fall was. Und dann kann man ja eventuell hier oben... Ja, na gut, vielleicht habe ich doch eine Idee.
Da kannst du dann halt hier oben gut eine Aussichtsplattform machen. Schade, Gelände ist zu uneben. Okay, dafür war es dann doch nicht zu uneben. Aber es ist schade, dass das hier nicht gleich aussieht. Das wäre schön gewesen. Egal. Habe ich hier Gelände abflachen an? Nee, ne? Könnte man drüber nachdenken, so zu machen. Oh, hier ist die Fliege wieder. Doofe Fliege. Gelände ist so uneben. Okay, gucken wir uns gleich nochmal an hier. Es kann ja auch uneben sein, hier oben. Muss ja auch nicht super glatt sein. Hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit reinzugucken zu den Bären. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Die gehen wahrscheinlich nicht über Glas. Ah, kannst ja nicht machen, die Besucher brauchen ja Wege. Aber wir können hier auf jeden Fall noch die hier ein bisschen höher machen. Weil das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann kannst du ja machen, dass die hier von verschiedenen Ecken reingucken können. Ah, okay. Also ich bin gar nicht so... gar nicht so unpositiv gestimmt. Weiß gar nicht, wie das heißt. Was brauchen Isabelbären dann? Ich klicke immer auf das, wenn ich hier auf die Supedia gucken möchte. Isabelbären. Die brauchen Tiger oder Tundra. Okay. Die passen halt überhaupt nicht in das Dschungelbiom. Aber manchmal muss man auch Tiere machen, die hier nicht in das Dschungelbiom gucken. Passen. Machen wir hier ein paar Tigerfelsen hin. Sehr gut. Und das werde ich hier natürlich auch noch machen. Aber ich möchte jetzt erstmal machen, dass das hier alles geschlossen ist. Sehr gut. Dann lass uns den mal reinholen. Habe ich hier eine Belohnung. Da habe ich zwei Isabelbären drin. Zwei Weibchen. Und die sind beide sehr, sehr gut. Wobei die eine hier tatsächlich besser ist als die andere. Die ist halt auch schon älter, aber es macht nichts. Erstmal rein mit dir. Die hat sehr gute Stats. Wenn wir jetzt auch noch ein Männchen finden, was sehr, sehr gute Stats hat, dann wäre ich sehr zufrieden. Goldenes Männchen oder so. Hier gibt es einen. Langlebigkeit ist... Oh, welcher von den beiden ist besser? Kommen auch beide aus demselben Zoo. Der ist besser, ne? Na komm. Habe ich den nicht gewählt? Habe ich ihn gekriegt? Nee. Oh mein Gott. Hoffentlich kriege ich den anderen. Hoffentlich kriege ich den. Okay. Huh. Für die Points war das wichtig. Ist das Tier schon angekommen eigentlich? Bongo erwartet Nachwuchs. Okay, das war das Einzige. Ah, da kommt das jetzt. Der Bär. Oh, wie sieht denn das aus hier? Ist der Weg weg? Habe ich hier keinen Weg? Das ist ja komisch. Da haben wir keinen Weg. Oh, das sieht aus, als könnte die da entkommen. Eiskalt. Eiskalt. Eiskalt kann sie da erstmal richtig, richtig nice entkommen. Okay, dann lass die Felsen hier so hinbauen. Dass sie da am besten nicht entkommt. So, jetzt dreht sie ab. Okay. Dann hat sie auf jeden Fall genug Platz. Tierpflege ist natürlich noch nicht zugewiesen. Das weiß ich.
Welchen hatten wir denn jetzt gerade erst gemacht? Wir hatten hier einen Nashörner und... Ups. Und... Wo ist das Unzeichen? Auf meiner deutsch-englischen Tastatur hier. Da war das Unzeichen. Geht gar nicht. Nashörner und Bär. Man sollte das aber schon zuweisen noch, ne? Achso, der macht doch die Vivarien hier. Ja, ja, krieg ich ja trotzdem hin. Hoffe ich mal. Ein VIP-Gast ist hinzu angekommen. Zeige ich den VIPs mal hallo. Hallo an die VIPs. So, gleich haben wir über 1000 Besucher. Die gehen auch schon mal hoch hier. Um sich den Isabel-Bären anzugucken. Können die ja gerne machen, ne? So. Richtig zufrieden. Oh, lass mal gucken hier, wie sie... Wo rennt er hin? Will er auch ausbrechen? Tierleiter und die Regenbogen... Okay. Aber Van hat das ganz gute Chancen hier. Haben die ganz gute Chancen, Babys zu kriegen. Gute Babys. Aber wo ist Unzufriedenheit hier? Durch wenig Bildung. Ja, ich sehe das schon. Da ist richtig wenig Bildung. Okay, dann müssen wir das regeln, dass das hier... Dass sie da nicht so reingucken können. Hier würde ich gerne den Weg dann so lang schlängeln lassen, dass die hier auch noch hochgehen können, sodass sie hier so eine Runde drehen. Das wäre doch schon mal ganz nett. Und ihr seid halt unzufrieden mit der Gesamtsituation. Sehr viel Gras lang. Voila. Machen wir ein bisschen mehr Erde hier hin. Da ist schon fast zu viel Gras lang hier. Beziehungsweise da ist zu viel Gras lang. Wollen noch ein bisschen mehr Felsen. Bisschen Gras kurz hier, wo das Gras lang ist. Sehr gut. Jetzt haben die auch ein bisschen viel Gras kurz. Das ändern wir hiermit. Dann gibt es hier noch ein bisschen mehr Felsen. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass sie keinen Schnee haben. Das Wohlbefinden ist nicht ganz so gut. Ja. Okay, wir arbeiten mal dran. Bongo wird sich paaren. Mit welchem Männchen? Mit ihm. Ist er das andere Bongo... Baby gewachsen? Ne, noch nicht. Ach doch, offiziell schon. Okay. Das ist Nachwuchs, das ist Inzucht. Und das erwartet Nachwuchs. Ja, wie alt ist er denn hier? Der Bock. 2, und wie alt ist er? Er ist halt 6. Der hat halt auch deutlich bessere Stats als du. Kommst erstmal ins Handelszentrum. Tschüss. So, Technikforschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Da können wir noch mehr machen für die Getränke. Der Regen. Der Regen ist immer heftig. Okay, machen gleich direkt mal hier ein Spendenkästchen, damit wir da ein bisschen mehr Geld kriegen. Bongo erwartet Nachwuchs. Und hier oben können die auch gleich ein wenig was hören über die Isabelbären. Wenn hier Strom wäre. Haben wir keinen Strom hier oben? Dann kriegen wir das mal. Reicht das? Muss ja reichen. Ja, dann hören wir jetzt ein bisschen was. Über die Isabelbären, die noch nicht hundertprozentig zufrieden sind hier unten. Aber das verstehe ich auch. Ich bin auch noch nicht zufrieden mit dem Gehege. Die brauchen auch auf jeden Fall Schnee und so ein Kram. Kriegen die alles? Leute, keine Sorge. Kriegen die alles. Ich habe auch noch nicht so viele Isabelbären gehabt, tatsächlich. Nur in der Kampagne habe ich die mal gehabt. 2-mal, glaube ich, muss man die haben. Aber sonst habe ich die noch nicht gehabt. Bisschen Rockwork hier. Dann kannst du hier stehen, dann kannst du hier reingucken zu den Bären. Dann kann ich das hier noch so als Unterstand bauen und so. Ich habe da schon ein paar Ideen. Wir brauchen auf jeden Fall ein...
Nenne ich Mülleimer. Da wollte ich die klassischen machen, ne? Das war meine Idee. Die gehen jetzt alle nach Hause hier, oder was? Überall ist Abfall. Das halte ich für ein Gerücht, aber es ist okay. Nashörner wurden erforscht ein bisschen. Dann lassen wir jetzt direkt hier die Isabelbeeren erforschen. Das wird die auch noch glücklich machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, uns fehlen da ein paar Sachen. Und die brauchen auf jeden Fall eine Höhle. Da muss ich vielleicht mit dem... Da kann ich den vielleicht hier so eine Höhle bauen. Lass mal erstmal gucken, ob das klappt. Also es wird halt klappen. Aber ob es auch reicht, wenn hier die Höhle drin ist. Und dann hier ein bisschen große Schlafmöglichkeiten reinmachen. Denn dann muss ich auch noch das hier machen. Ja, das geht nämlich noch nicht so einfach. Dorthin. Dorthin. So. Dann gehen wir das Ganze hier drin rund. Dann gehen wir das Ding hier so an. Wenn es dann funktionieren würde. Wie hoch kann ich das machen? So. Okay, nice. Entkommen dürften die jetzt nicht. Das ist ein stabiler Rückzugsort, ne? Ja, 100%. Entkommen dürften die nicht. Offiziell. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die freuen sich, dass die da reingucken können. Ich freue mich über den Regen. Zu viel Gras lang, zu wenig Schnee. Machen wir gleich mal hier eine Klimaanlage rein. Die ja deutlich abkühlt. Auch hier unten mal. Und dann lass ein bisschen Schnee hier hin machen. Kann man tatsächlich ein bisschen mehr Schnee machen. So, vielleicht haben die da ja Bock drauf. Die beiden. Zählt das jetzt? Oh, das zählt tatsächlich. Okay, da fehlt noch ein bisschen Lebensqualität und ein bisschen was zu essen. Art Isabelbeer. Erstmal ein großes Fresstablett hier unten. Und ein Getränk. So, dann haben wir das schon mal. Das Getränk, okay, wir stellen das doch nochmal um. Ich möchte das gerne hier oben hinstellen. Probier's mal mit einem Reibepad. Mit so einem Ding hier, mit einer Box. Und, weiß nicht, mit einem Bambusfutterspender. Stellen wir doch hier oben lieber hin. Wie ist die Zufriedenheit? Wunderbar, grüner Bereich. Aha, Chance auf Empfängnis. Nice. Ah, und die kriegen ganz gute Babys. Fruchtbarkeit ist dann nicht ganz so gut. Schade eigentlich. Dachte, die kriegen bessere Babys, die beiden. Aber gut, müssen wir mal gucken, ob die sich wirklich so anstellen oder ob das besser wird. Sehr gut. Jetzt kommen dann hier noch ein paar Felsen hin. Wir brauchen den obligatorischen großen. Der geht auch. Gleich mal ein bisschen drehen. Ein bisschen runter machen. Sehr gut. Haben wir so einen kleinen Höhleneingang gemacht. Ich weiß halt, dass das nicht halten kann, eigentlich. Aber wenn du es dann nicht mehr so ernst nimmst, mit dem Realismus, dann ist es plötzlich gut. Okay. Hier würde ich halt gerne noch auch so machen, warte mal.
So, das ist gut, gut dunkel zwischendurch. Drehen wir das doch nochmal ein bisschen. Es wäre halt schön, wenn wir das hier hin platziert kriegen würden. Sehr gut, so dass wir hier so eine Art Wand kreieren. Genau. Um hier noch ein paar Felsen hinzumachen. Du kommst dahin. Hier kommt noch einer hin. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Kann auch sein, dass ich das zwischen den Aufnahmen dann nochmal ein bisschen verbessere, nochmal ein bisschen umdekoriere, umgestalte. Das behalte ich mir erstmal nochmal vor, dass wir das hier anders machen können. Zwischen den Aufnahmen. Aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt, nachdem ich erst nicht wusste, wie ich das machen soll, und dann habe ich jetzt einfach was gebaut. Achso, ne, Gelände brauche ich, aber ich brauche keine Wegstützen. Wo sind die da? Auch hier nicht. Sehr gut. Die mache ich dann später mit Felsen. Beziehungsweise ich werde ja hier oben noch ein Gebäude bauen. Das könnte auf jeden Fall so die Idee sein. Kommen meine Mitarbeiter auch nochmal hier hoch und gönnen sich das hier oder eher nicht so. Mir nochmal ganz wichtig zu wissen. Und dann würde ich gerne hier noch irgendwie machen, dass die Leute hier rankommen können. Quasi so. Okay, es geht hier aber nicht. Okay, Gelände abflachen war das Problem. Die Leute dann hier einmal noch mal gucken können. Ja, dann springen die alle. Dann ist das so. Da würde ich gerne hier Einwegglas machen. Und unten die Höhe ein bisschen runter machen. Oben ein bisschen die Höhe hin, sodass man hier auch nochmal gucken kann. Bei den Bären. Das wird mir, glaube ich, auch noch ganz gut gefallen, dass wir hier verschiedene Arten und Weisen haben, wo wir gucken können. Und das werde ich noch mit Felsen verkleiden, das ist auf jeden Fall so der Plan. Riesenvogelspinne hatte Nachwuchs. Hält Tiere davon ab, sich zu paaren? Was? Wie viele haben wir denn? Ach, das ist, weil er jetzt älter ist als sie. Naja, gut. Dann ist das halt so. Also hier würde ich auch gerne nochmal Steine drum machen. Quasi. Wo ist er denn? Es gibt doch diesen einen guten Felsen. Hier ist er, ja. Was haben wir erforscht? Wir drin jetzt Forschung. Für die Isabelbeeren. 4 Gegenstände. Angeblich. Glaube ich ja nicht so dran. Ich glaube, wir haben schon viele Gegenstände. So, dass man hier... Dass man das so macht, dass man hier die nicht mehr so sieht. Die Zäune. Soweit mein Plan zumindest. Dann werde ich das Ganze noch ein bisschen verkleiden, ein bisschen besser verkleiden. Das mache ich dann alles zwischen der Aufnahme, habe ich mir überlegt. Und dann richten wir nächstes Mal das Isabelbeeren-Gehege ein bisschen besser ein. Ja, Leute. So war dann plötzlich die Idee. Man hat eine kleine Idee und das wird da draus. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt gerne in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut erstmal rein, Leute. Tschüss.